Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge und heute ich bin der Top Demi. Und ja, man kann bald zwei Pets auf einmal equippen in Adopt Me. Ja, ihr habt mich richtig gehört. Außerdem verschwindet die Daily Login Streak nicht mehr und noch vieles mehr. Aber das Ganze wird nicht ganz kostenlos sein. Alle Infos dazu heute in diesem Video. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, Leute. Ich würde sagen, die Pets Plus Subscription. Let's go! Ihr habt richtig gehört, wir bekommen im nächsten Update eine Pets Plus Subscription. Roblox hat ja vor einiger Zeit die Subscriptions enrolled, die monatlich Geld kosten. Keine Robux, wirklich Euro oder Dollar. Und ja, Adopt Me wird das jetzt auch adden. Ich weiß nicht, ich bin kein riesengroßer Fan von diesen Subscriptions und werde sie mir sehr wahrscheinlich nicht holen, weil Leute, sie wird nämlich 2,99 $, ich glaube dann so 3,49 € sind die Umpreise, glaube ich, irgendwie, im Monat kosten. Ja, Euro, nicht Robux, sondern wirklich eine Subscription, so wie Netflix, Disney Plus, Spotify. Ihr wisst, wie der Hase läuft, Leute. Und ja, ich muss sagen, an sich ganz cool. Die Features, die man bekommt, die werde ich euch gleich alle erzählen, sind auch ganz nice. Aber ihr müsst euch selber ein Bild darum machen. Okay, Leute. Und ja, diesen Thursday, das heißt, es kommt wieder diesen Donnerstag ein Update. Das heißt, morgen, ja, kommt das Update und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, Leute, was wir alles bekommen in der Pets Plus Subscription. Wie gesagt, die kostet 2,99 €, 2,99 $, ich glaube, noch ein bisschen teurer in Euros. Warum auch immer, weil eigentlich Dollar weniger wäre. Ihr versteht das, was ich meine. Also jedenfalls, man kann zwei Pets equippen. Und zwar einmal das Hauptpad und dann einmal das Alternative Pad, also Alt-Pad. Und ja, man kann zwei Pets zur selben Zeit equipped haben. Und das ist an sich ganz cool. Ich meine, ich könnte hier mit zwei Shadow Dragons rumlaufen. Einer reicht nicht. Ich habe noch einen zweiten neben mir. An sich ganz cool, Leute. Und ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall mal holen, um es einfach mal auszutesten. Obwohl ich mir noch nie eine Subscription gekauft habe, weil ich glaube, das muss man mit der Kreditkarte machen. Ich habe zwar eine und er will zur Beachparty, dann fliegen wir doch direkt da mal hin. Oder wir riden halt dahin. Jedenfalls, Leute, kriegt dann das Alt-Pad, also das zweite Pad, auch Aufgaben, die allerdings weniger Geld einbringen als das Main-Pad, aber man kann quasi zwei Pads zur selben Zeit agen. Das heißt, das ist eigentlich ziemlich krass, wenn man Pads näher machen will und so, kann man dann eben zwei Pads auf einmal, also hochleveln quasi, hochfarmen. Man kriegt zwar weniger Geld von dem zweiten Pad, aber man kann zwei Pads auf einmal quasi hochfarmen, was richtig cool ist. Außerdem wird dann quasi die Cash Cap pro Tag erhöht, wenn man die Subscription hat, weil man kann ja pro Tag nur so und so viel Geld bekommen. Das wird dann erhöht, schreibt hier der Roblox Adopt Me Admin. Außerdem kriegt man quasi, wenn man die Subscription hat, auch den VIP Game Pass. Umsonst, man kann in die VIP Lounge, man hat das VIP Haus und so weiter und so fort. Und yo, 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 ne Ether Potion, dankeschön, Shadow Dragon. Sehr cool, das sah sehr nice aus, Leute. Falls du schon den VIP Game Pass hast, wird es deinen Namen orange machen und eine Krone neben ihn adden. Aber du kannst es auch in den Settings ausmachen. Das Ding ist, ich habe hier auch hier so einen speziellen Namen, den ich ausgemacht habe. Moment. Ich sehe gerade, Leute, es gibt so ein Edit Hotbar Settings, dass man dann in seiner Hotbar Items machen kann, die man dann nicht wieder neu equippen muss aus dem Inventory. Das ist an sich ganz cool. Zum Beispiel so ein Hotdog, dann hat man den dann immer in der Hotbar drin. Das ist cool, das ist nice. Aber ja, Leute, ihr seht meinen gelben Namen mit einem Stern daneben. Das heißt, dass ich offizieller, ja, Adopt Me Partner bin, Influencer und so weiter und so fort. Ja, wenn das jetzt gelber Name wird mit einer Krone, dann könnte man da auf jeden Fall, ein bisschen was quasi dann denken, dass das ein bisschen, wobei es wird orange, Leute, mit der Krone. Ich denke mal, es wird nicht dasselbe sein, aber ihr versteht, was ich meine. Dann ist es das hier nicht mehr so abgehoben. Das heißt, man kann dann nicht mehr ungefähr den Unterschied zwischen den Influencern und den Premium Pet Plus Subscription haben. So, Leute, außerdem gibt es Monthly Rewards, wie ein, ja, Exclusive Sticker Packs mit 22 Stickern, die man nur kriegen kann mit der Subscription und jeden Monat ein Legendary Treat, wie zum Beispiel aktuell dieses Chow Chow Toy, was man im VIP Room einsetzen kann, um eins dieser Pets zu bekommen. Kriegt man dann quasi auch umsonst, wobei man zahlt ja für die Subscription. Und was auch ganz cool ist, Leute, die Login Streak wird nicht mehr verschwinden, wenn man sich nicht mehr für irgendwie einen Tag einloggt. Man kann zum Beispiel für eine Woche offline gehen und die Login-Streak bleibt erhalten, so hoch wie sie nun mal ist. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz cool gewesen vor ein paar Jahren, als meine Login-Streak irgendwie 400 oder so war. Dann hätte ich sie nämlich nicht verloren, wenn ich mal einen Tag mich auszusehen nicht eingeloggt habe, weil mein WLAN nicht geklappt hat oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ist auf jeden Fall ganz nice, aber man muss dafür auch natürlich immer jeden Monat 3 Euro zahlen. Ob es dann einem wert ist oder nicht, das müsst ihr dann für euch selber wissen. Ich finde das mit den zwei Pets equippen aber schon extrem cool.
So Leute, der Shadow Dragon muss campen gehen. Das wäre es aber auch mehr oder weniger schon gewesen mit den ja, Features, die der Subscription mit euch bringt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, findet ihr das cool und würdet sie euch, also werdet ihr euch sie kaufen oder nicht? Ich denke mal, ich werde es aber einen Monat lang ausprobieren, aber ich denke mal, so viel weiter werde ich nicht machen. Ich meine, es ist cool, man kann direkt zwei Pets draußen haben und man kann direkt zwei Pets quasi grow uppen, was natürlich auch sehr nice ist. Unser Shadow Dragon möchte schlafen. Wir packen ihn hier mal, oh, jetzt habe ich mich hier hingelegt. Wir packen mal den Shadow Dragon hier rein und jetzt schlafen wir mal eine Runde mit ihm. Und ja, jetzt würde ich natürlich sagen, war es mit der Folge. Falls es dir gefallen hat, gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox Videos von mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, haut die rein und ciao. I'm thirsty, Leute.